Ich habe jetzt die Platte jetzt angebracht und ich wusste ja schon vorher, dass hier hinten eine ganze Platte nicht da ist. Wie sägt man die zu? Wie misst man das ab? Wir werden jetzt hier mit dem Zollstock reinmessen. Messen hier in dem Fall knapp 98 cm. Auch hier werden wir beim Zuschnitt wieder darauf achten, dass der flexible Anteil übersteht. Das heißt, wir werden hier die Putzträgerplatte etwas kürzer schneiden. Also sodass ich wieder mit der Handkreissäge abschneiden. Genau. Gut, dann gucke ich mal, was ich gelernt habe. Theoretisch kann ich doch eigentlich auch den zweiten Schnitt schon machen für die Kürzung, damit eben diese Weichholzfaser dann wieder als Dämmmaterial flächendeckend auf deren Untergrund liegt. Das ist richtig. Hier können wir sehr effektiv arbeiten, indem wir beide Schnitte mit der Handkreissäge parallel machen. Also jetzt den, den wir hier schon realisiert haben, um die Platte auf Maß zu bringen und nochmal die knapp 2 cm Überstand. Wir haben ja jetzt diese zwei Schnitte realisiert. Wie kann ich denn, breche ich das dann jetzt ab oder hole ich mir ein Cuttermesser? Nein, um den flexiblen Anteil des UDI-Reco-Systems hier zu schneiden, empfehlen sich entsprechende Werkzeuge. Idealerweise verwenden wir hier einen Alligator, mit dem wir hier den flexiblen Anteil sehr schön schneiden können. Und hier habe ich jetzt wieder diese flexible Holzfaser überstehen lassen, damit die dann an der Innenecke dieser Außenwand dann flächenbündig aufstößt. Das ist richtig. Mit dieser Maßnahme haben wir quasi wieder sichergestellt, dass wir von Anfang an hohlraumfrei sind. Es geht schon ein bisschen straff hier. Ja, das ist auch das Ziel, dass wir die Platte hier wirklich voll gepresst in diese Ecke reindrücken, um wirklich den vollflächigen Kontakt sicherzustellen. Ich arretiere das jetzt wieder mit einem Bohrloch? Nein, wir werden auch hier zwei Bohrlöcher setzen. Wir haben die Platte gekürzt, deswegen können wir jetzt nicht mehr diese werkseits vorgegebenen Dübelpunkte verwenden, sondern werden ungefähr in demselben Bereich hier dann davon abweichen. Das wird uns im Übrigen im Folgenden noch mehrfach passieren. Sobald wir Platten zurechtschneiden, werden wir von diesen Vorgaben abweichen. So, wir haben jetzt diese letzte Platte installiert. Kann ich davon ausgehen, dass das jetzt schneller geht? Ja, die erste Reihe ist wie gesagt die wichtigste. Die haben wir schön sauber gesetzt, die haben wir stabil gesetzt mit jeweils 2 Befestigungspunkten je Platte, um auch jetzt Aufbau und Stabilität zu haben. Alle Folgeplatten können jetzt relativ schnell an die Wand gebracht werden. Wir müssen auch nicht mehr zwingend beide Befestigungspunkte setzen, sondern wir setzen nur das, was zwingend notwendig ist, um die Platten an der Wand zu halten. Genau. Das Motto lautet vom Prinzip her so wenig Dübel, wie es geht.